In diesem zweiten Teil des Tutorials für die Grundlagen zum Lösen von trigonometrischen Gleichungen werden wir uns die ein bisschen schwierigeren Aufgaben anschauen. Für den Anfang will ich euch eine kleine Übersicht geben. Es gibt vom Aufbau her zwei Arten von trigonometrischen Gleichungen. Wenn wir uns zum Beispiel diese Gleichung hier anschauen, sollten wir in der Lage sein zu entscheiden, welche Periode diese Gleichung hat. Dafür nutzen wir natürlich die Formel für die Periode, die lautet p ist 2π durch b, wobei b einfach der Faktor vor dem x ist, in diesem Fall dieser 1. Also wenn ich das hier jetzt einsetze, dann habe ich 2π durch 1 und das sind natürlich 2π. Das ist dann auch die Standardperiode von Sinus und Cosinus. Ein bisschen anders sieht es bei der nächsten Gleichung. Hier glaube ich ganz gut erkennbar, b ist 4. Das bedeutet, wenn ich wie jetzt hier die Periode ausrechnen, dann haben wir 2π geteilt durch 4 und nachdem wir ein bisschen das Ganze kürzen, kommt dann Pi halbe raus. Und darum geht es in diesem Tutorial. Wir wollen für diese Art von Gleichung mit einer veränderten Periode die Lösungsmenge bestimmen. Und dafür werden wir ein wohlbekanntes Verfahren benutzen, und zwar Substitution. Für den Anfang ein relativ einfaches Beispiel. Also, wir wollen diese Gleichung lösen und es gibt eigentlich immer zwei Arten von Fragestellungen beim gleichen Lösen. Entweder können die Lösungen in einem bestimmten Bereich verlangt sein, wie zum Beispiel hier. Wir suchen die Lösung im Bereich 0 bis 2π. Das Erste, was wir machen sollen, ist natürlich die Periode auszurechnen, um zu wissen, welcher Typ von trigonometrischer Gleichung vorliegt. Dafür wenden wir wieder die Formel 2π geteilt durch 2, also das ist unser b für die Periode. Also, dann kommt eine Periode von Pi raus. Zweitens können wir schon anfangen, ein bisschen umzuformen. Also, wir könnten hier die minus 1 mit plus 1 rüberbringen, dann hätten wir dann an dieser Stelle Sinus von 2x ist gleich 1. Gut, als nächstes bräuchten wir ein Schaubild, um das Ganze ohne Taschenrechner beispielsweise auszuwerten. Das Problem ist nur, das ist jetzt eine veränderte Periode. Das bedeutet, wir müssten jetzt für jede Funktion dieser Art ein passendes Schaubild zeichnen. Das ist natürlich mühsam. Es wäre uns lieber, wenn das die Standard-Sinusfunktion wäre. Dann könnten wir automatisch das Schaubild der Sinusfunktion benutzen. Und das kann man auch so machen. Man kann ja praktisch diesen Term hier in den Sinus substituieren oder ersetzen. Und genau das machen wir. Also, wir ersetzen diese 2x mit einem Buchstabe unserer Wahl. Ich nehme jetzt u. Und dadurch kriegen wir sozusagen eine neue Funktion raus, die wieder die Standardperiode hat. Damit meine ich die Periode 2π. Und die können wir problemlos, deren Lösung können problemlos hier ablesen am Schaubild. Also, wir suchen passende Werte für u, so dass der Sinus 1 ist. Das bedeutet, am Schaubild, ich markiere jetzt nochmal die wichtigsten Stellen hier, 0π, 2π, damit sie besser sichtbar sind. Natürlich werden wir hier Pi halbe und hier 3π halbe haben. Und Sinus ist 1. Auf jeden Fall an dieser Stelle, also bei Pi halbe. Das bedeutet, das wäre unser erster U. Und dann wären natürlich noch mehrere Lösungen möglich. Die nächste ist schon nicht mehr sichtbar, aber wir erinnern uns, die wiederholen sich alle mit der ganzen Periode. Das bedeutet, die nächste Lösung wäre entsprechend Pi halbe plus 2π. Also wir addieren die ganze Standardperiode dazu und dann sind wir bei 5π halbe. Und genauso können wir auch noch weitermachen und sagen, okay, die dritte Lösung wäre dann die 5 Pi halbe plus nochmal 2 Pi und dann hätten wir 9 Pi halbe. Gut, das sind jetzt die Lösungen für die U's. Aber ursprünglich suchen wir ja x. Deshalb müssen wir auch irgendwann mal resubstituieren. Und das machen wir hier an dieser Stelle. Zur Erinnerung. Bei der Resubstitution nimmt man die Lösung für u, setzt sie wieder in unsere Substitution ein und formt nach x um. Kurz gesagt, mit der ersten Lösung hätten wir dann 2x ist gleich Pi halbe. Dann können wir das Ganze durch 2 teilen und somit haben wir schon unsere erste Lösung.
x1 ist Pi Viertel. Diese Lösung liegt natürlich in diesem Intervall, also alles in Ordnung. Die nächste Resubstitution lautet 2x sind dann 5 Pi halbe. Wenn wir durch 2 teilen, dann haben wir als zweite Lösung 5 Pi Viertel. Die ist immer noch okay. 5 Pi Viertel liegt natürlich auch in dem Bereich 0 bis 2 Pi. Und beim dritten Versuch, 2x sind dann 9 Pi halbe. Wenn wir hier durch 2 teilen, dann kriegen wir 9 Pi Viertel raus. Und 9 durch 4, das ist ja größer als 2. 8 Pi Viertel wären 2 Pi, also diese Lösung ist nicht mehr interessant für uns. Die ist außerhalb des Definitionsbereichs. Das bedeutet, wir haben am Ende nur zwei Lösungen, x1 und x2. Was machen wir jetzt, wenn alle Lösungen gesucht sind? Naja, auch kein Problem. Wir wissen auch, diese allgemeinen Lösungen wiederholen sich nach einem gewissen Muster, und zwar immer mit der ganzen Periode. Deshalb könnten wir beispielsweise erstmal wieder unsere erste Lösung von oben nehmen. Also unsere erste Lösung war Pi Viertel. Genauso gut kann man auch mit 5 Pi Viertel anfangen, aber so ist es am einfachsten. Und dazu benutzen wir wieder diese Laufzahl k mal die Periode. Aber aufpassen, ihr müsst ja immer die Periode der jeweiligen neuen Funktion nehmen. Also nicht die Standardperiode 2 Pi, sondern diese Periode, das Pi. Deshalb haben wir einfach nur k mal Pi an dieser Stelle. Wobei k wieder Element von z ist. Also, nicht vergessen, das ist jetzt die Periode hier von unserer Gleichung, nicht mehr die Standardperiode. Somit kann man auch alle Lösungen allgemein beschreiben. Jetzt gehen wir zu unserem nächsten Beispiel. Wir erinnern uns, das erste, was wir gemacht haben, war die Periode der Funktion auszurechnen. Also auch in diesem Fall 2pi geteilt durch diese Zahl vor dem x. Durch 3, das ist dann gleich unsere Periode, 2 Pi Drittel. Als nächstes haben wir substituiert. Und zwar die 3x werden wir jetzt mit ein u ersetzen. Deshalb abgekürzt hier Substitution. 3x ist gleich u. Und dann haben wir wieder die Standard-Sinus-Funktion. Sinus von u ist gleich 1/2. Gut, um die Lösung hier rauszufinden, können wir uns dann eine Standardfunktion auch hier das Ganze vorstellen. Also 1/2 oder 0,5 wäre ungefähr hier. Dann deute ich diesen Wert gestrichelt an. So ungefähr. Und dann die wichtigsten Stellen waren die hier. Jetzt können wir sehen, wir haben einmal hier eine Lösung. Die werde ich dann U1 nennen. Und dann hier noch eine Lösung in diesem Bereich, das wäre dann U2. Gut, mit Hilfe des Taschenrechners oder der Wertetabelle können wir das Ganze dann bestimmen. Also wenn wir das mit Sinus hoch minus 1 in den Taschenrechner eintippen, dann kriegen wir als erste Lösung Pi Sechstel raus. Oder ihr könnt auch die Dezimalzahl nehmen, wenn es erlaubt ist in der Aufgabenstellung. Und das Problem ist, wir wollen ja noch U2 bestimmen. Und wir erinnern uns, wenn hier Pi Sechstel sein sollte, dann muss auch hier Pi Sechstel sein. Das bedeutet, um U2 zu bestimmen, müssen wir einfach von Pi nochmal Pi Sechstel abziehen. Also die zweite Lösung wäre dann Pi minus Pi Sechstel. Und das sind natürlich 5 Pi Sechstel. Allerdings, wir wissen nicht, ob das alle Lösungen sind, die wir in diesem Bereich am Ende haben werden für x. Deshalb ist es gut, wenn wir noch ein paar weitere Lösungen bestimmen. Also bedeutet das für uns, von dieser ersten Lösung hier wollen wir noch eine Periode weiterspringen, also mit 2pi, weil jetzt handelt es sich noch um die Standardfunktion. Dann können wir sagen, die nächste Lösung hier wäre pi Sechstel plus 2pi sind dann 13 Pi Sechstel. Und wenn wir von U2 jetzt weiterspringen, eine ganze Periode, dann werden wir natürlich 5 Pi Sechstel plus 2 Pi haben. Und das sind dann 17 Pi Sechstel. So, das waren die Werte für U.
Jetzt natürlich suchen wir x, deshalb an dieser Stelle wieder Restsubstitution. Die erste Möglichkeit, die wir haben, ist mit Pi Sechstel. Also wir nehmen die 3x und setzen es gleich mit Pi Sechstel. Dann geteilt durch 3 kriegen wir die erste Lösung raus und die lautet dann Pi Achtzehntel. Naja, Pi Achtzehntel ist auf jeden Fall in unserem Bereich hier oben, also ist eine gültige Lösung. Die nächste Möglichkeit wäre es mit 5 Pi Sechstel. Wenn wir hier durch 3 teilen, dann kriegen wir als x2 raus 5 Pi Achtzehntel und das ist immer noch okay in unserem Bereich. Dann haben wir noch einmal 3x sind 13 Pi Sechstel. Geteilt durch 3 würde bedeuten, die dritte Lösung lautet dann 13 Pi Achtzehntel. Das ist auch noch gut. 13 durch 18 ist kleiner als 1 Pi, also von daher gilt sie auch noch. Und hoffentlich die letzte Lösung an dieser Stelle. Nochmal mit 17 Pi Sechstel gleichgesetzt, geteilt durch 3. So, und das müsste eigentlich unsere letzte Lösung sein. Das sind 17 Pi Achtzehntel. Und ja, das ist unsere letzte Lösung. 17 durch 18 ist ja fast 1 Pi hier an dieser Stelle. Das bedeutet, die nächste Lösung wäre draußen. Also, diese 4 sind unsere Lösungen in diesem Bereich von 0 bis Pi. Wenn jetzt alle Lösungen gesucht sind, müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen. Wir wissen ja bereits, die Lösungen wiederholen sich immer mit der ganzen Periode. Und natürlich meinen wir damit die Periode dieser Funktion mit dieser Periode. Allerdings, wir haben nicht wie bei dem Beispiel vorher nur eine Lösung, die sich mit der ganzen Periode wiederholt, sondern wir haben hier zwei verschiedene Lösungen. Das bedeutet, wir werden auch hier zwei verschiedene Formeln am Ende haben. Also, für die erste Lösung, die sich ständig mit der gleichen Periode wiederholt, können wir den Anfangswert nehmen. Das war dieser Pi Achtzehntel. Und dazu dann k mal die Periode der Funktion, also diese 2 Pi Drittel, addieren. So, natürlich wieder mit k Element von z. Und genauso müssen wir es auch für die zweite Lösung hier machen, die sich ständig wiederholt. Der passende Startwert dazu war bei x2. Also wir haben dann praktisch 5 Pi Achtzehntel. Und hier hinten hängen wir wieder k mal 2 Pi Drittel dran. So, und das wären dann alle allgemeinen Lösungen. Mit der Kosinusfunktion würde die Sache fast identisch verlaufen, deshalb will ich jetzt nicht unnötig dieses Tutorial in die Länge ziehen. Zum Schluss jetzt noch ein paar Hinweise. Also es ist immer wichtig am Anfang zu entscheiden, welche Periode die Funktion hat, die sich in der Gleichung befindet. Dann, die Umformung ist klar, wir müssen immer so umformen, dass Sinus und Cosinus alleine auf seiner Seite stehen und erst dann können wir es substituieren. Und auch hier habt ihr mit Sicherheit bemerkt, ohne die Schaubilder von Sinus und Cosinus auswendig zu kennen, hat man keine Chance, diese Gleichung zu lösen. Und nicht vergessen, nur Chuck Norris kennt die letzte Ziffer von Pi.